Moin, moin, meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Session von Let's Play Dark Souls 2 Skull of the First Sin hier bei Because Gaming is Fun zusammen mit Christoph. Ich wollte gerade Christoph sagen, ich weiß nicht warum. Hallo Krischi. Hallo Sascha. Mich hat auch schon gewundert, dass du den Namen komplett aussprechen kannst. Ja. Und ja, ihr seht schon, Krischi reißt zum Dazwischen, weil wir haben eine wahnwitzige Idee. Wir skillen nochmal komplett um. Wir sagen Fuck auf Magie. Das wird irgendwie nix. Wir gehen auf Nahkampf. Ja. Ich glaube, das macht echt am meisten Sinn bei den Bossen, ey. Baller dich erstmal auf. Warte, wie viele Punkte haben wir so viel? 40 Vitalität? Ja. Man, wir sparen ja jetzt total viel in Zaubern, ne? Richtig, zaubern. Vor allem Intelligenz, ne? Da würde ich direkt auf 25 oder sowas hoch. Jetzt kann man noch 80 Level auf Geschick und Stärke aufteilen. Und wie machen wir das am sinnvollsten? Stärke auf jeden Fall erstmal 40. Wenn nicht sogar 50. Hätte ich jetzt auch gesagt. Und dann haben wir gleich irgendeine Waffe, die... Obwohl das... Dann benutzen wir einfach nochmal so ein Kackding. Ja. Wir haben für noch 5 Stück oder so davon. Ich weiß nicht, ob es 60 echt sein muss. Erhöht immerhin noch ein bisschen was. Ich hab Schiss, dass uns nachher 2-3 Geschicklichkeitspunkte fehlen bei einem guten Schwert. Ich weiß es aber nicht. Machen wir erstmal. Okay. Dann gucken wir, ob wir ein geiles. Ja, wir können unseren Zauberstab nicht benutzen. Wir sind nutzlos. Warte mal, wo will ich hin? Du willst genau dahin und das vierte Feuer. Genau, den will ich. Denn wir wollen uns jetzt gerne nochmal irgendwie ein schönes Schwert. Obwohl, bei den Special-Waffen werden wir bestimmt Funkeltiteln brauchen. Ist mir egal. Ja, okay. Ich weiß. Und vor allem hast du keine Seele. Oh. Das kriegen wir auch hin, warte. Ja, komm auf zu quatschen! Ah. Das ist Quatsch. Genius. 40.010 brauchen wir bestimmt für eine Waffe. Oder willst du jetzt alle erstellen? Nee, plus pushen. Ja, gut. Alles klar. Jetzt geht die Frage los. Nein. Ultra-Großschwert. Können wir jetzt problemlos führen. Ultra-Großschwert. Krummschwert, Krummschwert. Also wenn, dann wollen wir jetzt auch richtig Damage machen, wenn wir schon so viel auf eine Stärke gegangen sind. Oder nicht? Ja. Dann guck dir nochmal die beiden Ultra-Großschwerter zu Beginn an. 156 hat das rechts daneben. Skaliert mit B und C. Was macht das links daneben? D und D. Ne, das ist das vom Verfolger schon besser, würde ich sagen. Weil das hier halt noch zu sich 100 Feuerschaden macht. Macht. Aber das hier ist auch deutlich leichter, das ist um 4 leichter. Dann nehmen wir lieber das. Würde ich sagen, ja. Und bevor du wegrennst, guck mal, ob du noch irgendwie einen geilen Schild da auch snacken kannst. Gar nicht verkehrt los. Da können wir es ja vergleichen. Warum legst du den ab? Weil ich den hier oben ranpacken möchte. Nehmen wir denn jetzt? Körperliche Abwehr ist schon mal gar nicht verkehrt. Na. Das ist die Frage, ob das so effektiv ist. Ja.
Und jetzt wäre die Frage. Du? Ja, vergleich mit dem anderen. Ich sehe jetzt schon ein ganz großes Problem. Wir haben noch nicht mal das Schwert ausgerüstet. Und das Schwert wiegt auch noch mal 15 mehr als unser Stab. Sonst gehen wir gleich nochmal um. Wir werden jetzt noch viel mehr verkacken, weißt du das? Nö. Das ist unten Ding. Da! Ja. So, wenn ich das als normaler Angriff war. Doch. Du Scheiße! Kann das sein, weil wir jetzt mobil sind, oder? Sehr. Wir wiegen 83. 83%, wir müssen viel, viel mehr in Belastung stecken. Ja, dann mal ein bisschen weniger leben. So, es wiegt aber nichts, ne? Warte, was war jetzt die Voraussetzung? Mindestens 30 Stärke, nicht wahr? No, of course not. No. und 18? 37. Kann man hier nicht irgendwas ein bisschen leichteres nehmen, was trotzdem noch gut ist? Oh, der ist kaum schlechter, aber wiegt 3 weniger. Hey, du hast den Gegner gestorben. Witzig. Pass auf, machen wir doch schon mal so. Der hat eine Voraussetzung von 35. Aufmerksamkeit, spannend wie sonst was. Also, ich habe gerade dran gedacht zu gucken. Also mindestens 35. Hallo. Ey. Jetzt muss ich die halt jetzt umlocken, oder was? Warum? Wäre schlecht. Doch, wir können nicht mehr umskillen, alles gut passt. Warum reißt du jetzt weg? Kann man es vorher setzen, reicht doch, um zu resetten an sich. Dann kannst du jetzt auch gucken, ob du gleich aufleveln kannst. Wollte ich gerade sagen. Aber war der Plan, war der Plan. Völlig. Ja. Nein. Nice. Lol, die Skalierung wird auch geiler. Jetzt hat's eine A-Skalierung. Viele Drachenknochen, ja locker. Haben wir mal jetzt genug von. Okay, hatten wir. Warte, das war... Können wir das jetzt verzaubern? Also... Ja. Meinst du, wir brauchen da nicht nochmal was für die Drachenknochen? Keine Ahnung. Einer. Ja. Eventuell war das gerade mega dumm. Vielleicht. Frage ist, auf was gehen wir? Auf was durchdringen wir das? Physischen Schaden. Das geht nicht. Würde ich jetzt behaupten. Der Pfeil nach oben? Einfach. Nee, warte. Hä? Das tut ja... Das macht 195 daraus. Bringt er das wieder auf 0 zurück? Das wäre dumm. Warum sollte man das wollen? Was weiß ich denn? Nee, auf 0 zurück ist das Ding daneben. Weil, probier's doch einfach mal mit unserem Zauberstab oder was weiß ich aus. Weil wir eh nicht mehr benutzen. Ja, aber dann wird das ja trotzdem alles schlechter. Auch die Skalierung wird viel schlechter. Ja, dann lassen wir das auf plus 5. Jo, kack drauf. 390 Damage. Eben. Trotzdem mehr, als wir jetzt gemacht haben. Ich sehe es kommen gleich, verkacken wir richtig hart. Das kann durchaus sein, jo. Vor allem, weil wir es nicht mehr gewohnt sind, so viel zu blocken jetzt gleich, was wir können. Also schnell rollen werden wir nicht.
still, do you? Ich hab mit der Falschen gesprochen, kann das sein? Ganz ruhig. Wo sehen wir denn jetzt unsere Belastung? Ja, ne, da. Dritter von oben. Ja, ne. Ja, geh auf. Ich mein, prozentual. Kannst du doch rechnen, wir müssten am besten unter 70% bleiben. Ja? Wir müssen doch rechnen dann. Dann mach. No, of course not. Ich hab Angst, dass ich jetzt eine gebe, wenn ich das. Nein, zweimal nach rechts. Nein, ist doch richtig. Wir haben 71,3 von 88,9. Das heißt, wir brauchen mindestens 100, weil wir wiegen 71. 100, wir brauchen ungefähr 100, 110 Belastung. Oder meinst du, ich bin jetzt ganz falsch? Du sowieso. Nein, mal ehrlich, 110? Was würdest du schätzen? Ja, so ungefähr. 105 sollte auch reichen. Alles klar. Ich würde behaupten, wir machen gleich ein bisschen weniger Damage. Alter, von jetzt 573 auf 216. Hä? Wie rechnet er denn? Achso, kacke, aber wir haben ja nicht die Geschicklichkeit als Voraussetzung. Sascha, irgendwas, was wir uns so gedacht haben, geht noch nicht. Wir nehmen halt deutlich weniger Stärke. Ja, klar. Oh. Ja, los, setz Wille hoch. Anpassung, bitte. Ja? Hufflepuff und Ravenclaw. Was? Egal. Go along. Nice. So, wie haust du jetzt mit dem Schwert zu? Wir sind bei 59,8. Was wäre gegangen? Was wäre gegangen? 60, ne? 70. 70. GG. So, jetzt gehen, Kampf. Mensch, wir vertrödeln hier schon viel zu viel Zeit. Wir schlagen langsamer zu als... Wir hauen aber auch deutlich mit Damage raus. Wenn es bei dir schief geht, kann ich gleich nochmal umdrehen. Ja, ich weiß nicht, wie viele Seelengefäße wir haben, noch bestimmt noch irgendwie 10 Stück oder so. Ich denke eher 4 oder 5. So extrem viele hatten wir noch. Menschlichkeit. Na, schlimm. So. Ja, ne, doch mal gut Luck, have fun, du. Ja, ich mean you. Also, da muss ich mich erstmal gewöhnen. Zwei Schläge und unsere Ausdauer ist leer. Ja, vielleicht drei, guck mal. Das ist alles nur leichte Angriffe. Auf fürs Spiel. Das ist ein. Ach, fünf. Das wird zu schief gehen. Ah, first try mache ich den jetzt, Junge. Würde ich sehen. Das kannst du jetzt auch beobachten. Geht's die Swag-Brille? Bitte. Nicht vor dir. Oh ja, da liegt sie. Jetzt geht auf einmal der Overglauben hier los, oder was? Alter. Der erste Kampf muss episch sein. 177.000. Lenkt mich ein bisschen zu sehr ab hier. So, komm, ich will mal jemanden verkloppen. Komm her. I wanna see you die. Du hast auf jeden Fall doppelt so viel Damage wie sonst.
Boah, macht ein bisschen Schaden. Ist halt nur ein bisschen ungünstig, dass man jetzt so ansieht. Ja, dass man nur von oben schlägt. Das ist ein bisschen krass. Nicht nur das von oben schlagen, ich schlag auch ziemlich häufig daneben. Alter, wenn ich einmal treffe, dann ist ja echt... Ach komm! Und du kannst halt wirklich alles blocken. Komm, okay. Dann solltest du auch mal alles blocken. Und du hast gleich keine Ausdauer. Ja. Man ist relativ anfällig für Angriffe von innen. Warum kämpft ihr? Warum stehen die anderen drei da hinten eigentlich dumm rum? Ich vermisse jetzt irgendwie gerade, dass ich ihm einfach mal so ganz kurz einen Seelenpfeil reinhauen kann und der stirbt. Kannst du auch frei noch rufen. Ich bin ja voll ausgeliefert, Mann. Alter! Ultra-Großstellung vielleicht eine kacke Idee. Er fliegt halt echt straight zu und wo er landet, landet er, ne? Jo! Den nicht. Das, wenn er mich trifft, der macht ja kaum Schaden. Hast du schon mal einen Schlagangriff ausprobiert? Nee. Was mit Ausdauer machen? Da solltest du nicht die ganze Zeit rollen, wenn du was mit Ausdauer machst. Okay. Oh. Oh. Alles klar, gut. Schwerer Angriff dauert ein bisschen länger. Tatsächlich mal das erste Tor versiegelt, Junge. GG. Finally. Komm, 20 Jahre an. Komm mal. Okay, dann ist jetzt halt zum Ausweichen. Okay, schwere Angriffe sind eine ganz beschissene Idee. Zumindest in diesem Moment. Nee, allgemein würde ich behaupten. Aua. Es macht schon irgendwie Spaß, aber es ist halt... Bild, das ist mega träge. Ich würde halt ein ganz kleines Schwert haben. Ach komm. Ich nehme eher, dass die ganze Zeit daneben hauen. Also ich meine, der Damage, den wir machen, ist halt schon phänomenal hoch, ne? Du müsstest halt nur irgendwie geschissen kriegen, das auch anfangen umzusetzen. Das ist halt das Schwierige daran. Oh! Nein! Wenn man nicht meine Match was mit der Zerkraft, was heißt sonst mit Magie? Da waren wir mit Magier schon 10-mal tot. Jetzt miteinander setzen kannst, dann geht das ja mal. Warte mal, die Truppe sind schon. Ja, wenn der down ist, kommt der Ding ins Kirchen. Voll geil. Für den machst du noch, Kollege. Ich sag dir das, first try jetzt. Ich hab noch 58 Lebenssteine und 3 Estus. Ich werde ihn gar nicht treffen, weil er viel zu schnell ist. Ja, oh, Scheiße! Alter, hast du den Samurai-Boss vergessen? Den treffen wir im Lebtag nicht! Ist mir gerade so eingefallen. Scheiß drauf. Let's go, Bitch. Jetzt kommt mein Verbrannter bei der König. Alter, das zeigt ihn gleich mal. Ich bin hier, oder? Der hat sogar noch einiges an dem. Real. Du brauchst trotzdem noch drauf, anstatt eine Ausdauer zu regenerieren, ey. Ja, solange ich noch Goldharz hab, scheiß drauf. Okay, das würde ich nicht machen. Jetzt wird er sein. Nee.
Lacke, Alter. Den ersten Lost Cry. Ding. Die Sonnenbrille nicht aufgesetzt. Nein! Völlig falscher Knopf. Völlig falscher Knopf. Aua. Was wolltest du denn überhaupt drücken? Sprinten. Boah, geht das ist schon häufig so ein Schild durch, weil er einfach nicht schafft. Ja, klar. Weg, 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 das macht gleich einen Schaden. Hat gut gefunden. Ja, du sollst wieder gegen den Schaden. Ja. Schade. Würde ich auf jeden Fall machen, weil als das Goldharz weg war, habe ich nur noch die Hälfte an Schaden gemacht. Das würde ich auf jeden Fall wieder raufpacken. Mhm. Aber du hast so extrem viel Zeit, wenn der Typ kommt. Das ist wahr. Das macht schon viel mehr Spaß. Guck mal bei den Ringen, ob wir nicht irgendwas haben, was uns vielleicht ein bisschen schneller macht oder so. Du wiegst 18, brauchst 30 und 18 und machst 390 Damage. Ja, gut. Plus halt, ne? Haben wir noch die 50? Haben wir noch 30, ja. Können wir denn nach links eher gucken? Der hat eine B-Skalierung und macht nur ein bisschen weniger Schaden. Okay, der wiegt dafür auch 26. Gut, können wir uns trotzdem theoretisch leisten, wenn unter 70. Hau mal zu. Das ist schnell. Geh dir mal skillen. Geh dir mal leveln. Kannst du das? Weil im Moment macht er weniger Schaden. Moment, machst du mit dem Großschwert noch 100 mehr? Ich bin eigentlich eher auf der Suche nach etwas, womit ich halt doch ein bisschen schneller zuschlagen kann. Ja, probier's doch mal mit dem Großschwert, das geht, man muss sich nur dran gewöhnen. Ja, ich guck grad nochmal. Katana 160. 169 als Grundwert ist schon mal überhaupt nicht verkehrt. Sowas hätten wir uns damals in Dark Souls 1 gewünscht, du. Ja, ich glaube, das haben wir auch relativ spät gefunden. Ja, das ist wohl wahr. 90, ja. Ja, das braucht aber auch ein bisschen was, ne? Oh! Oh! Ja, das wiegt, das wiegt nur 9. Da fuck ist das für eine Cheater-Waffe. Achso, das ist gepusht. Ja, gut. Dann let's try this shit. Mit wem mal wieder ist das aus, genau. Na, das ist aber der Schwere. Nee. Doch. Nein. Nein? Das waren zwei schnell hintereinander. Wieso hast du denn so viel Ausdauer dabei? Weil ich davor gesprintet bin. Nee, aber du hast auch beim Schlagen mit einmal so viel Ausdauer verloren. Okay, easy GG. Ich glaube, ich habe die Boss-Szenen sogar relativ, ja, gut hingelegt. Wohl. Ja, doch, das ist gut. Links im Kreis anfangen. Ja, das. Okay, es geht. 220.000 Seelen mittlerweile, ne? Ja. Wir können ein paar Level aufsteigen. Plus die Seelen, die er uns geben wird.
gucken, ob du in dem Kampf eher Lebenssteine verbrauchen kannst, weil die Lebenssteine nehmen dauert im Bosskampf doch relativ lange. Dann verballer die lieber hier und nimm im Bosskampf die Blase. Addiert halt die Regenerationszeit. Dann regenerierst du halt länger, wenn du gerade Ruhe hast. Ah. Ihr dürft gerne ein bisschen offensiver raufkommen. Ach komm. Oh. Erstmal das. Nice. Dann noch ein Lebensstein. Schon mal langsam zum Goldharz navigieren. Das Tor ist noch nicht mal versiegelt, aber... Kommt schon. Okay, GG. Go, go. Ich lasse ihn, glaube ich, auch lieber nicht mitkommen, sondern falls ich drauf gehe... Er rusht ja eh gleich zu ihm. Ich habe uns ihm verkauft. Ja, das ist halt gut jetzt, ne? Das ich hatte noch zwei oder drei. Ja. Und dadurch, dass du so schneller trinken kannst, machst du ihn jetzt auch so. Wie viel Leben hat mein Kollege hier noch? Viertel etwa. Habe ich auch festgestellt. Ich dachte, ich sagte das schon vorher. Fuck! Das ist halt das, was ich meine, ne? Man haut auch mal leichter daneben. Oh, den hat er nicht schön ausgeschnitten. Nee, da haben wir noch nicht ganz auf den Ziel geschafft. Das war ein Eingewöhnungskampf, wird es dauern. Boah, 240.000. No. Aber ich denke, wir kriegen ihn down jetzt. Jetzt haben wir's. Ja, ihn. Warten noch zwei andere Bosse, die auch heavy sind. Klar. Der Schmetzerdämon kann eh nix. Dieser komische Samurai-Flieger da, ja mein Gott. Zwei Lucky Punches und der ist down. Und nur um es nochmal zu erwähnen für euch Zuschauer, es wartet noch ein gesamter DLC auf uns. Ja. Wo wir noch den Schlüssel für organisieren müssen. Ja. Ich freue mich drauf! Wenn wir uns wirklich noch sammlich viel mehr Zeit lassen, dann spielen wir Bloodborne echt bis der DLC draußen ist. Ja. Zauberer war das immer schon der Einstieg in die Rolle zum Ausweichen. Ist das Erfolg gerade? Ne, ich glaube, das war tatsächlich richtig, weil die einfach mega auf die Fresse kriegen. Das ist natürlich auch auf dem Lebensstein. Ja. Okay, das halte ich jetzt für Zauberer.
du das? Willst du das wirklich? Hä? Willst du das? Ja. I feel like dancing, dancing. Oh, wenn dann braucht man hier noch einen Kopf. Schläge 1000 Damage, kann man mal machen. Das heißt, du hast Explosions. Komm! Ey! Ich hier einmischen. In so einem epischen Kampf, ey. Absolut episch. Was hin? Ah, jetzt bin ich finished! Komm, dass er da nichts zurückstecken muss. Bei dir auch schon etwas kommt. Oh ne, da war noch. Gib mir kurz das Trappelsiegel, bitte. Genau noch. Oder ist noch zu früh und dann spawnt tatsächlich noch einer da. Nö. Das ist ja auch nice. Du kriegst du zwei Kollegen. Ja, und wenn jetzt keiner mehr kommt? Wenn da jetzt noch einer rauskommt? Okay, alles klar. 9 Estus, 2 Kollegen. Also, wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn ich hier, sag mir wo und wann, wenn ich jetzt. Nee, Quatsch. Ich bin wenn nicht ich hier. Oh, komm. Das ist jetzt vorbei. Nein, ich gar nicht. Womit er sich auch noch 10 Jahre Zeit gelassen hat. Erstmal schön den Boss kommen lassen, weißt du? Die beiden Boss können sich jetzt um. Oh, noch ein kluger Mann. Ja, geil. Oh, das wissen wir jetzt aber jetzt gerade. Ja, warte mal. Was? Nicht nur, dass der nicht noch lebt, ich sehe das jetzt auch schon ein bisschen. Ja. Also du solltest tatsächlich nicht den letzten töten, dass das Tor nicht versiegelt ist. Und dann kommt der Boss und es kommt trotzdem noch hin. Sieh das aber erst, wenn der letzte tot ist. Ja, eben. Also ich weiß nicht, nimm eine Menschlichkeit. Oh, und da ist das okay. Essen. Dann kannst du kurz unterbrechen. Ja gut, ist auch eine halbe Stunde Folge, passt doch. Also, ich weiß nicht. Saschas Next Try seht ihr dann gleich. Saschas nächsten Versuch seht ihr dann gleich, noch zweites Mal. Ich bedanke mich bei euch herzlich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß. Ich denke, die nächste Folge kriegen wir ihn auf jeden Fall tot und ich bin mit dem Bild schon sehr viel zufriedener als vorher. Also das ist nochmal was ganz anderes als ein Magier, man macht viel mehr Schaden. Es ist einfach. Vielleicht haben wir einen Magier auch einfach falsch gespielt, kann sein. Wahrscheinlich haben wir nie eine Magierrüstung benutzt, deshalb nie Zaubergeschwindigkeit gehabt, waren viel zu langsam für einen Magier. Nichtsdestotrotz ist das mehr Saschas und mein Spielstil und mal gucken, wie sich das in der nächsten Folge auswirkt. Bis dahin, haut rein, vielen Dank. Tschüss.